sehe diese Frau. In mir zieht sich alles zusammen, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was darf ich überhaupt sagen? Ich könnte so viel falsch machen. Eigentlich will ich nur ehrlich sein. Ich will, dass sie mich anschaut, lächelt und ich 100%ig weiß, dass sie mich auch mag. Wie soll ich ihr nur sagen, dass sie mir gefällt? In diesem Video erfährst du, wie du es ihr endlich sagen kannst, dass sie dir gefällt. Und dabei ist es völlig unmöglich, dass du dich blamierst. Ganz im Gegenteil, sie wird sich freuen und sich höchstwahrscheinlich anfangen, dir zu öffnen. Keiner von uns möchte eine Frau ausnutzen und einfach so fallen lassen. Wir machen uns Sorgen, was wir ihr sagen sollen, weil wir sie mögen. Also brauchen wir erstmal überhaupt keine Angst zu haben. Lass uns doch erstmal daran zurückerinnern, worum es hier wirklich geht. Um Liebe. Und nicht darum, wie du ein krasserer Alpha wirst, sie ins Bett trägst mit deinem hohen Status oder indem du von oben herab auf sie schaust. Das sind wir nicht. Das will sie auch nicht. Warum sollten wir dann anfangen, zu versuchen, so zu werden? Und wo bleibt die Liebe dabei? Das verstehen viele nicht. Und die Männer, die dir sagen wollen, dass du noch nicht perfekt bist oder erst jemand werden musst, wo du genau in deinen Knochen weißt, dass du das nicht bist, die haben keine Ahnung. Die haben sich eine harte Schale antrainiert, um diese Unsicherheit zu verdecken. Wenn ein Mann besonders hart tut, dann ist er es nicht. Frauen fühlen das. Frauen, mit denen wir eine Beziehung auf Augenhöhe aufbauen können, wünschen sich einen Mann, der, und hier ist der Knackpunkt, furchtlos er selbst ist. Und genau das bringe ich dir hierbei. Denn das ist die eigentliche Kunst. Die Kunst, wieder wir selbst zu sein. Und dann den Mut aufzubringen, wieder zu lieben. Mein Name ist Andy Friday. Ich bin Flirtcoach für Männer und mein Job ist es, dir zu zeigen, wieso du schon längst attraktiv und liebenswert bist. Auch wenn du denkst, das Ziel ist noch so ellenweit entfernt. Darum geht es. Sie mag dich. Sie will dich. Aber vielleicht wissen wir das einfach nur noch nicht, weil wir noch nicht uns selber mögen, uns selber lieben. Und das ist das eigentliche Problem beim Flirten lernen, Frauen ansprechen oder Frauen kennenlernen. Wir wollen alle dasselbe. Zweisamkeit, eine tiefe Verbindung, das Gefühl, endlich angekommen zu sein bei jemandem, der uns ebenfalls liebt. Um mehr geht es nicht. Worin wir uns unterscheiden, sind lediglich Nuancen. Ja, selbst der Arsch will eigentlich in seinem Herzen nur das. Selbst die Frau mit der harten Schale oder die Frau, von der du niemals denken würdest, dass sie dich mag, will vielleicht genau dasselbe mit dir. Manchmal wollen wir eine Beziehung, manchmal wollen wir Spaß. Im besten Fall wollen wir ein bisschen was von beidem. Frauen haben dasselbe Urbedürfnis. Dazu müssen wir uns nicht verstellen. Wir dürfen wieder zu unserem Selbstbewusstsein finden, das tief in uns steckt. Und das merken die Männer in unserer Flirt Masterclass, wenn sie nach einer langen Zeit wieder neben einer Frau aufwachen und endlich wieder glücklich sind. Informiere dich hier über das kostenlose Erstgespräch, wo du einen Leitfaden an die Hand bekommst, wie du das ebenfalls schaffst. Was sollst du ihr also sagen, wenn du sie magst? Du bist ein Mann. Sie ist eine Frau. Dass zwischen euch schon sexuelle Spannung existiert, ist vorprogrammiert. Es liegt quasi in unserer DNA. Nur weil wir die letzten 8000 Jahre damit verbracht haben, uns unsere Natur abzutrainieren und uns mit Regeln und Dogmen diese Wahrheit verkompliziert haben, heißt es nicht, dass die Wahrheit direkt vor unseren Füßen liegt. Wenn du sie magst und du es ihr sagen willst, ohne dass es peinlich wird, dann tu es, indem du auf sie zugehst. Halte diesen Augenkontakt. Halte die Pause aus, nachdem du Hi, Hallo oder Hey sagst. Diese Pause nach dem Hallo ist der Raum, den wir Vakuum nennen. Und in diesem Vakuum wird die sexuelle Anziehung immer stärker und stärker. Und dann sagst du, hey, wer bist du? Das war's. So einfach kann es sein. Lass dich selber überraschen, wie leicht das von der Hand gehen kann. Ich challenge dich. Schau, was sie darauf dann antworten wird. Und dann sag ihr, ich bin Andy. Ich wollte dich einfach kennenlernen. Hi. Hört sich das gerade einfacher an, als es wahrscheinlich ist? Schau, wie sie auf diese Spannung dann reagiert. Und wenn du, genauso wie ich, keine Lust auf langweiligen Smalltalk hast, dann ist das okay. Die Chancen stehen verdammt hoch, dass du dann eine Frau vor dir hast, die genauso wie du lieber in die Tiefe gehen möchte. Und wie du den langweiligen Smalltalk-Teil überspringst und sie in 10 Sekunden mit dir ein tiefgründiges Gespräch führt, das bekommst du in diesem Video.